Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo. Wir haben, obwohl es nur 2 Wochen her ist, komplett andere Rahmenbedingungen. Es ist richtig schön warm, es ist ein wunderschöner Tag heute und die Straßen sind frei. Das liegt aber auch daran, dass wir heute ein bisschen mehr über Land hier kreuz und quer fahren. Heute geht es nämlich zu La Strada und zur Präsentation der Neuheiten von La Strada fürs Modelljahr 2024. Wir sind gerade erst losgefahren, 1/4 Stunde unterwegs. Die Proviante sind ordentlich gepackt. Wir haben ein bisschen mehr als 2-3 Viertelstunden noch und gehen heute nach Potsdam in den Schlosspark Sanssouci, wo es hoffentlich heute Abend und morgen ein bisschen was für uns zu sehen gibt, dass wir euch ein bisschen was Neues mit auf den Weg geben können. Und wie wir das bei Westfalia gemacht haben, haben wir gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit auf die Reise, quasi unser Vlog, auch ein komisches Wort, Nummer 2 vom Togo Reisemobile. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß mit mir auf der Reise. Seid gespannt, was Neues kommt, weil anders als bei Westfalia weiß ich wirklich auch nicht, was passiert. Ich habe eine Idee und ich glaube, das könnte ganz interessant und ganz nett sein. Aber so richtig weiß ich nicht, was passiert. Gibt es neue Hölzer, gibt es neue Stoffe, ganz neue Autos? Ich bin gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und bevor ich jetzt auf die vielbefahrene Bundesstraße fahre, reist mit uns ein bisschen durch die Lande. Auf nach Potsdam, auf zu La Strada. Jetzt sind wir schon mal, den ersten Teil der La Strada-Tagung haben wir schon mal hinter uns, der gemütliche Teil. Auf der Havel, auf einer schönen Schifffahrt, mit so einem Oldtimer-Bus hierher gefahren. Durchaus eine coole Sache. Seid ihr schon mal im Oldtimer-Bus oben im 2. Stock gefahren, wenn die ganzen Äste ständig gegenhauen? Das war durchaus eine aufregende Fahrt. Und hier die Schifffahrt auf der Havel rundherum. Hier stehen vielleicht viele schöne Häuser. Kann ich euch nur empfehlen. Wir sind zwar im Hotel, aber trotzdem muss man ganz klar sagen, dieser Campingpark Sanssouci liegt direkt am Wasser und ich glaube, es lohnt sich wirklich, die Gegend hier so ein bisschen zu erkunden. Man hätte uns heute auch erzählen können, dass das Norditalien ist, wo wir hier sind, weil hier echt schöne Villen sind, die eingepackt von allem, von der gesamten Umgebung sind. Was morgen passiert? Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht. Man hält sich hier bedeckt, aber das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube nicht, dass es riesengroße Neuerungen gibt, sondern es ist eher eine Evolution, so wie das La Strada typisch ist. Jetzt erfahren wir noch ein bisschen über den Stadtteil. Jetzt haben wir noch ein paar Infos dazu bekommen, was hier passiert. Auf jeden Fall insgesamt interessant. Das sind immer so Fahrten auf so Tagungen, die man einfach sonst nicht macht. Für mich ein spannender Tag, aber spannend wird es eigentlich erst morgen. Bisschen schade, dass sich das Wetter so zugezogen hat. Vorhin im Auto war es so warm, bei 27 Grad losgefahren. Ich hoffe, das sind nicht die Gewitterwolken, die der Vorbote der neuen Saison sind. Aber eigentlich bin ich guter Dinge, dass das morgen ein schöner Tag wird und dass dann auch für uns die Sonne wieder rauskommt. Wir schauen mal, was passiert. Jetzt gibt es erstmal was zu essen, weil ich glaube, gleich legen wir an. Bis später. Ja, bewegter Tag bisher. Wir haben schon echt viel für euch gearbeitet, ein bisschen was angeguckt und gehört. Aber jetzt gerade sind Vladi und ich so ein bisschen mal auf der Flucht und haben gesagt, wir lassen die Kollegen einen Augenblick zurück, schnappen uns ein schönes Auto, haben hier so ein schickes Auto auf Mercedes-Basis gerade gefilmt und haben gesagt, wenn wir schon hier in der Gegend sind, dann sollten wir uns auch einen schönen historischen Hintergrund schnappen. Und was könnte man in Potsdam mehr haben als das Schloss Sanssouci im Hintergrund? Leider konnten wir nicht mit dem Auto auf die Treppen rauffahren und direkt vor die Tür. Aber direkt daneben ist ja auch schon richtig gut. Das Video ist im Kasten. Das kommt jetzt in einer der nächsten Wochen, sobald das fertig geschnitten ist. Das heißt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das mitkriegt, wenn es da ist. Gerade wenn euch ein 7 Meter Allrad-Sprinter mit Einzelbetten und ein paar schicken Sachen interessiert. Und wir fahren jetzt zurück zu den Kollegen, geben das Auto wieder ab und gucken, ob wir noch ein bisschen was Interessantes für euch mit in den Kasten kriegen. Ja, das sind die Fahrzeuge, die wir hier haben. Da passiert ja nicht so viel. Wir gucken uns gleich noch mal ein paar Dinge gemeinsam an. Ich erzähle euch noch 2, 3 Kleinigkeiten. Aber das, was hier steht, ist ein Nova M. Den kennt ihr euch schon. Da haben wir schon ein paar Videos zu verlinkt.
Das hier ist die endgültige Variante des Regent EB. Von dem habe ich hier gerade den Schlüssel in der Hand. Das ist ein super schönes Auto. Da haben wir uns aber einen richtig schönen Platz für ausgesucht und euch den gezeigt. Und das, was dahinter steht, sieht von hier aus wie ein Avanti EB. Ist auch ein super spannendes Auto, aber pst, das ist top secret. Ich weiß, was kommt. Ich darf es euch einfach noch nicht sagen. Tut mir leid. Wird erst in Düsseldorf stehen und wird auch erst zu Düsseldorf veröffentlicht werden. Aber ich glaube, das ist was, wo sich bestimmte Leute von euch drauf freuen können. Was wir hier sehen können, ist, wie ein Ducato mit der Loderbereifung aussieht. Was ich ein ganz nettes Detail dazu finde. Von den Reifen könnt ihr euch im Prinzip aussuchen, je nachdem, wie rum man die drauf macht. Die haben einmal eine bedruckte Seite mit dem weißen und eine nicht bedruckte. Also wenn ihr bei uns nachträglich die Felgen ändern lasst, auch wenn wir die Reifen auf OHC-Felgen drauf machen, dann sagt uns einfach, ob ihr die Schrift haben wollt oder nicht. Ich finde, bei so einem, ist das weiß oder Campovolo grau? Campovolo grau. Bei so einem Campovolo grauen Auto mit der weißen Schrift macht sich das richtig gut. Das sind auf jeden Fall die Autos, die hier für uns stehen. Und natürlich waren die Lastrada-Mitarbeiter auch alle mit Autos da, weil tatsächlich alle hier auf dem Platz geschlafen haben. Ja, wunderschöne Perspektive hier, oder? Kulisse zumindest. Es ist wirklich ein schöner Platz. Ich habe das mehrfach gesagt. Aber wir erleben die Momente ja verteilt über 2 oder 3 Tage. Deswegen mag das für euch ein bisschen gehäuft sein. Die Händlertagungen sind tatsächlich für uns immer wieder auch eine Form von Belohnung, aber auch Aussicht auf die Zukunft. Man muss ganz klar sagen, oh, jetzt fängt sogar das Meer noch an zu rauschen hier, weil ein Schiff vorbeigefahren ist. Ich fühle mich wirklich wie im Urlaub. Und das alles heute dank Lastrada. Das fühlt sich, wir sitzen am Strand, wir hatten einen netten Abend, wir sind mit dem Schiff rumgefahren, das ist gut. Und es ist auch nicht zu aufregend für mich gewesen, weil es halt auch nicht so unendlich viele Neuigkeiten gibt, wie ihr das mitbekommen habt. Wir kriegen, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man heute mit auf den Weg geben kann, ein komplett neues Auto mit dazu, beziehungsweise ist das eine Zusammenstellung von Dingen, die wir schon kennen, aber in einem neuen Grundriss zusammengefasst. Aber ich kann und darf und will euch leider noch nicht sagen, was das ist. Da müsst ihr euch noch bis zu der Zeit zum Caravan-Salon gedulden. Und sobald das dann veröffentlicht ist, werden wir das auch, wie ihr das von uns kennt, in aller Detailgetreue nochmal zusammenfassend machen. Wir haben hier vor Ort im Prinzip nur die Neuigkeiten bekommen. Was ändert sich bei Lastrada zur kommenden Saison? Das ist ein bisschen Preislistengeschichten, so wie bei anderen Herstellern. Natürlich bleibt das Modelljahr 24 nicht unter dem vom Modelljahr 23. Aber die Zeit der riesengroßen Preisaufschläge der letzten Jahre scheint vorbei zu sein. Lastrada macht zwar eine Preiserhöhung von ungefähr 4.000 Euro bei jedem Fahrzeug, aber in dieser Preiserhöhung ist eine Garantieverlängerung um 3 Jahre mit drin. Die hat letztes Jahr noch 1.900 Euro in der Preisliste gekostet. Das heißt, effektiv haben wir ungefähr 2.200 Euro Preiserhöhung, die sich mehr oder weniger auf alle Fahrzeuge umlegen lassen. Das heißt, in Bezug auf die Preise, die wir aktuell haben, sind das ungefähr 2%. Und verglichen zu dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist das halt wirklich richtig, richtig human. Es gibt ein bisschen neue Optionen. Ich denke, von den Optionen, die für euch am interessantesten ist, ist die Klesana-Toilette, diese Folientoilette, die es für fast jedes Auto inzwischen dann bei Lastrada ab Werk zu bestellen gibt. Eine richtig schöne Option mit dazu. Aber was Hölzer angeht, bleibt alles gleich. Was Stoffe angeht, bleibt alles gleich. Die Grundrisse bis auf den einen neuen bleiben gleich. Und das, was wir hier gesehen haben, ist einmal Nova M. Da haben wir jetzt kein Video für euch zugemacht, weil es da oben in der Ecke verlinkt ein super schönes Video zum Nova M bereits gibt. Da gibt es einfach nicht mehr viel dazu zu sagen. Was wir uns hier geschnappt haben, ist ein Regent EB. Das ist halt wirklich ein Auto, mit dem wir gerade durch die Gegend gefahren sind, weil ich selber wissen wollte, wie das Ganze sich anfühlt, so einen 7-Meter-Sprinter zu haben. Und wenn ich hier die Augen zumache, hier sind ein bisschen Viecher, als wenn ich nicht geduscht hätte. Aber habe ich, versprochen. Ist ja sowieso kein Geruchsfernsehen, also dementsprechend kann man das ja auch gar nicht anders machen. Alles in allem ist das aber vor allem ein netter Abend und ein schöner Tag mit den Kollegen gewesen. Und persönlich für mich gesprochen halt ein super wichtiger Austausch, einfach mitzubekommen, wie fühlt sich die aktuelle Saison für die Kollegen an. Was denken wir geht gut, was geht nicht so gut, was ist stark, was ist nicht so stark. Und da kann man ganz klar sagen, wir sind uns alle relativ einig, dass in diesem Segment bei Lastrada das so ähnlich bleiben wird, wie wir das
gehabt haben. Das heißt leider noch ein bisschen mit Lieferzeiten. Es klärt sich am Horizont vielleicht ein bisschen auf, dass die Lieferzeiten nicht mehr ganz so lang sind. Wenn wir solche Sonderfälle wie Nova einfach mal ausblenden, da sind wir halt auch aktuell immer noch bei Lieferzeiten. Bestellt ihr heute Nova neu im ersten Quartal 2025. Also wirklich eine lange Zeit. In der Avanti-Baureihe und auch beim Regent wird sich das ein bisschen wieder normalisieren, weil die Produktionen normal laufen. Ja, was sonst noch dazu neu kommt, in dem Regent EB-Video werden wir die Preisliste nochmal ganz genau durchleuchten und uns das angucken und auch ein Regent gemeinsam quasi uns anschauen, was der, den wir dort gezeigen werden, kostet. Dann kriegt ihr da einen guten Eindruck zu. Und alles andere ist bei Lastrada im Prinzip so wie beim Alten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schaut euch einfach ein bisschen die Videos an, die wir gemacht haben. Und für uns war das heute einfach so ein bisschen gemeinsamer Ausflug mit euch, damit ihr eine Idee bekommt, wie unser Alltag ist. Beziehungsweise eben nicht unser Alltag, sondern die Highlights, die wir zwischendurch haben. Weil fairerweise muss man sagen, die zwei Tage hier, gestern Mittag los, heute Abend zurück, sind echt unser Urlaub. Und in der Hochsaison, die wir aktuell haben, sind das die kurzen Pausen zum Verschnaufen, die wir auch brauchen. Ab morgen, also quasi, wenn das Video jetzt online geht, ab vorgestern, sind wir wieder zurück im Betrieb. Und dann ist noch ein paar Wochen Vollgas. Und dann bin ich gespannt, ob in Düsseldorf ihr das Neue, was von Lastrada kommt, mögt oder nicht. Erstmal wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Für uns wird die nächste Unternehmung, die wir gemeinsam machen, die Pösselhändlertagung sein. Das wird Anfang Juli sein. Mal gucken, was da Neues gibt. Aber von Lastrada fürs Modelljahr 2024 ist es das jetzt. Wir steigen jetzt in unser Auto, fahren bei 27, 28, 29 Grad Hitze wieder zurück. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und tschüss.